Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Ja, wir haben in der letzten Folge das Projekt Chinatown begonnen und sollen jetzt hier diesen Platz gestalten in Chinatown-Style. Wir sehen da hinten schon mal so ein paar Gebäude. Ja, und wir sollen hier anfangen mit den Kanälen und sollen hier die alten Kanalbauteile entsorgen. Und da würde ich sagen, ja, das machen wir auch. Und zwar habe ich schon gesehen, wir haben hier einen wunderschönen Kranplatz. Den nehmen wir natürlich wieder und wir nehmen wieder unseren mittleren Kran. Dann haben wir ja schon mal ein geiles Arbeitsgerät. Ich hoffe mal, der reicht von der Länge, aber ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich habe jetzt schon mal ein paar Fahrzeuge hergebracht, wo ich denke, die könnte man vielleicht gebrauchen, weil ich war wieder tanken gewesen und habe wieder ein paar Fahrzeuge reparieren lassen. Und ja, habe hier gleich die Fahrzeuge dann hier mit hergebracht. Wir können gerade mal nachschauen, wie die Ausbaustufe aussieht. Da sind wir bei 84% beim Tanken und 80% beim Reparieren. Das liegt daran, dass ich einmal vergessen hatte, ein Fahrzeug zu reparieren, habe es nur getankt. Ja, deswegen haben wir da 84%, da 80%. Kein Problem. Ja, Kapital haben wir 4.566.887. 5 Millionen brauchen wir für die Ausbaustufe. Und ja, vielleicht schaffen wir das ja in einer der nächsten Folgen endlich mal. Und ja, es geht schon wieder los, amerikanische Kampagne. Und ja, da sitzt man einfach mal einen Großteil von den ganzen Bauten im Kran rum. Und startet hier schon wieder mit Kranarbeiten. Ich könnte es theoretisch auch mit dem Bagger erledigen. Aber warum sollten wir es so kompliziert machen, wenn wir es auch einfach mit dem Kran anheben können und können die Teile da hinsetzen? Ich bin zwar eher so einer, warum einfach, wenn es kompliziert geht, aber wir können es uns auch mal ein bisschen einfacher machen. Wir können es uns auch mal hier ein bisschen einfacher machen. Sind ja nur die zwei Teile, die müssen wir wahrscheinlich dann noch später wegbringen, gehe ich mal davon aus, und neue Teile wieder hier einsetzen. Bin nochmal gespannt, ob wir diese Betonplatten auf dem Boden entfernen müssen oder ob die bleiben. Wir hatten ja auch schon einen Fall gehabt, da mussten wir tatsächlich die einzelnen Platten entfernen. Das war aber bei der europäischen Kampagne. Und ja, wir sollen schon die Baumaterialien liefern, auch PVC-Rohre. Das heißt, wir begeben uns jetzt erstmal zum Baustoffhändler, ist die Frage. Unsere Baustelle ist da. Haben wir da irgendwo einen in der Nähe? Wahrscheinlich hier der nächste. Treten wir gerade einfach mal. Dann haben wir drei Schüttguttransportsäcke. Wir haben zwei Kanalbauteile. Wir haben drei Betonbauteile. Einmal PVC-Rohre, zweimal Bewährungsgitter. Und das war's schon. Okay, gerade mal für 2.385 Geld die Sachen gekauft und liefern lassen, ist schick. Ist eine einfache Sache. Ich habe eigentlich auch fast mit gerechnet, dass wir hier so gebäudemäßig vielleicht noch was bauen, aber der Auftrag heißt ja Platzgestaltung. Also vielleicht ist es wirklich nur hier den Platz in Ordnung bringen und das war's dann, weil die Chinatown-Gebäude stehen ja quasi schon da. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Anlieferplatz war hier an der Straße, habe ich gesehen. Würde ich sagen, nehmen wir gerade erstmal die Kanalbauteile. Setzen die erstmal wieder ein. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. So, wo müsste eigentlich egal sein, welches wo reinkommt. Die sind beide gleich groß, die Teile. So, lassen wir mal ganz gefühlvoll ab und ecken trotzdem auf der einen Seite an. Ist normal. Ist normal. So, wir sollen dann auch die PVC-Rohre da vorstellen. Das ist auch kein Problem. Aber erstmal, wie gesagt, die großen Kanalbauteile, dass die schon mal in der Erde sind. Ich gehe mal davon aus, dass wir dann die Löcher wahrscheinlich wieder selber zuschaufeln müssen. Deswegen habe ich den Radlader hergeholt. Das war vielleicht ein bisschen übertrieben größenmäßig für den Auftrag hier, aber wir haben das Gefährt halt, also warum nicht nutzen? Warum nicht nutzen? Ja, wir müssen uns halt auch mal so ein bisschen mehr Fahrzeugauswahl anschaffen. Groß, klein und so weiter und so fort. Machen wir aber halt, wie gesagt, erst, wenn wir die 5 Millionen haben. Wir müssen den Wert nur einmal erreichen. Danach ist er quasi gesaved, beziehungsweise die Aufgabe ist damit erledigt. Und dann können wir das Geld wieder ausgeben.
Und das werden wir dann auch auf jeden Fall machen. Dann kaufen wir uns einfach noch ein paar Fahrzeuge, ein bisschen mehr Auswahl hier reinbringen. Nicht immer nur dieselben Karren. Den sind wir zwar sehr gut geübt und wissen auch, welches Fahrzeug welche Schwäche hat und mit welchem Fahrzeug es am besten funktioniert, aber das ist ja egal. Für den Spielspaß ist so ein bisschen Abwechslung, glaube ich, gar nicht verkehrt. Mal gespannt, wo die jetzt reingesetzt werden. Okay, die werden da dran gesetzt, alles klar. Alles klar. Kriegen wir, glaube ich, hin. Es ist halt total easy, wenn wir das hier alles wieder aus dem Kran machen. Ich glaube, bei der europäischen Kampagne, da hatten wir ja auch so Aufgaben, aber da hatten wir, glaube ich, keinen Turmdrehkran zur Verfügung. Und hier bei der amerikanischen Kampagne ist irgendwie Turmdrehkran ist immer das Erste, was steht. Klar, wäre ja blöd, wenn man sich da irgendwie schwer macht, jetzt mit dem Britschenwagen rumfährt oder mit dem Bagger das irgendwie versucht, da einzusetzen oder. Wenn man schon die Möglichkeit hat dazu. Ich glaube, die waren ja alle gleich lang, wenn ich richtig gesehen habe. Okay, es war wieder so ein Moment, es war grün, ich drücke und in dem Moment wird es wieder blau. Dann legt man das einfach wieder daneben ab. Ist auch nicht ganz so gut dann. So, und hier kommt nur noch ein Rohr rein. Ich gebe dem Rohr die ganze Zeit so einen Schnicker, damit sie es dreht und dann wieder in die andere Richtung dreht, weil ausrichten gescheit kann man irgendwie nicht. Oh, da ist direkt die Erde weggefüllt. Schade, habe ich gedacht, wir können mal was außerhalb vom Kran erledigen, ein bisschen oder mal ein bisschen mehr außerhalb vom Kran erledigen, aber nö. Gut, wir sollen den Bereich hier ausheben. Ja, sind nur ein paar Baggerschaufen mit unserem riesen Cat-Fahrzeug. Ich hatte jetzt gedacht, wir können wenigstens mal selber die Erde da reinfüllen wieder. Haben wir lange nicht mehr gemacht, aber naja. In der Stufe, in der wir spielen, auf der Stufe Mittel, musste man es nicht machen. Auf der Stufe Hoch bestimmt, aber Stufe Hoch, glaube ich, dann sind mir die Baustellen zu lang, weil dann haben wir einfach zu wenig Fortschritt in jeder Folge. Aber wie halt auch in der letzten Folge, glaube ich, gesagt, oder vorletzten Folge, wir werden wahrscheinlich das Finale mit dem hohen Arbeitsaufwand erledigen. So, wir begeben unseren Biest mal hier auf die Baustelle. Jetzt gibt er Vollgas. Das dauert immer so ein bisschen. Das dauert immer so ein bisschen, bis die Kettenfahrzeuge Vollgas geben. Und dann lenkt man einmal ein bisschen, wenn man eine Kette leicht ausbremst, dann ist das Vollgas wieder weg. So, wo waren denn die Rohre? Sind die noch offen? Die sind noch offen. Das heißt, ich darf da jetzt nicht ganz so grob in die Erde reinhauen. Sonst sind die Rohre gleich wieder kaputt. Können wir gleich wieder neue einsetzen. Boah, das wäre so cool, wenn es in dem Spiel so wäre. Das wäre so cool, wenn Sachen wirklich wieder kaputt gehen könnten. Würde ich total feiern. Würde mich auch wahrscheinlich tierisch nerven, weil ich ständig irgendwas kaputt machen würde. Aber vielleicht würde es dann so einen Anreiz geben, halt, dass man die Sachen, ja, ein bisschen vorsichtiger behandelt und nicht immer so rabiat hier vorgeht. Aber naja, ich glaube, wir haben es eigentlich ganz gefühlvoll da jetzt weggeholt, also die Erde da jetzt weggeholt. Bin, glaube ich, nicht ans Rohr gestoßen. Ich habe jedenfalls nicht gemerkt, dass da irgendein Widerstand kommt an der Schaufel. So. Ich leer gerade mal. Wir verdienen wieder so ein bisschen Geld nebenbei, indem wir die Erde hier wieder auffangen. Weil, wie gesagt, oder wie in anderen Folgen gesagt, dieses Spiel hier schreibt einen nicht vor, dass man die Erde in den Muldenkipper schmeißt. Wird nicht vorgeschrieben. Man kann die auch einfach nebenhin schmeißen. Dann liegt sie halt da. Wenn man Glück hat, ist sie bei der nächsten Aufgabe weg. Wenn man Pech hat, muss man sie dann nochmal mit dem Radlader irgendwie zur Seite bringen oder man schmeißt halt doch einfach in irgendeinen Muldenkipper rein oder.
gibt es genug Möglichkeiten. Oder man tut die Erde einfach außerhalb von dem Baustellenbereich schmeißen, dann ist sie nämlich einfach weg. Geht auch, funktioniert auch. Kann man auch machen. Oder ich glaube auch, wenn man die Erde einfach auf Betonplatten oder so schmeißt, dann wird die, glaube ich, auch nicht dargestellt. Dann ist sie theoretisch auch weg. Will es aber jetzt nicht ausprobieren. Oh, das war gerade nicht gewollt. Ich habe außerdem den Stick ein bisschen bewegt und dann ist natürlich die Erde rausgefallen. Passiert. Muss gleich mal mit dem Muldenkipper einen Meter nach vorne fahren. Nicht ich einen Meter nach vorne fahren, sondern der Muldenkipper. Böse Hände. Ja, wir haben jetzt schon wieder Viertel nach neun abends. Ich habe heute Mittag einmal kurz aufgenommen. Was heißt kurz aufgenommen? 1,5 Stunden, also 3 Folgen circa. Und ich wollte heute Abend mal ein bisschen aufnehmen, weil ich halt momentan tagsüber nicht ganz so viel Zeit habe. Und ja, dadurch ist es immer ein bisschen knapp mit den Folgen, dass sie am nächsten Tag kommen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt nochmal 1-2 Folgen heute Abend auf. Dann habe ich morgen, wenn ich aufnehme, nicht ganz so einen Stress. Dann kann ich da direkt anfangen, morgen früh mit dem Hochladen. Oder beziehungsweise ich könnte heute Abend theoretisch noch anfangen. So. Dann sind wir schon mal fertig mit dem Ausbaggern. Aber unser Mulden... Entscheide ich, wohin du rennen willst. So. Der eine Reifen vom Muldenkipper steht ein paar Zentimeter im bösen Bereich. Wir müssen den jetzt hier mal wegfahren. Ja, und da sind schon die nächsten PVC-Rohre da. Die kommen jetzt wahrscheinlich die andere Richtung, was wir hier freigebuddelt haben. Denke ich mal, oder dahin, wo wir jetzt gerade freigebuddelt hatten. Das andere Loch ist ja schon komplett zu. Okay, das hat das Spiel auch komplett übernommen. Und die Platten entfernt das Spiel anscheinend auch komplett selber. Ja, dann, wie geht's weiter? Wir sollen hier die Materialien verteilen. Das kriegen wir hin, auch hier neben dem Bagger. Da ist aber genug Platz, da ist nichts im Weg. Das ist auch schon mal ganz praktisch. Dann machen wir da gerade mal mit weiter. Palette Betonbauteile. Wir sind schon bei 42%. Ich glaube, das wird ein ganz schön mickriger Auftrag. Aber ich habe da ja, wie gesagt, nichts dagegen, wenn die Aufträge auch für die Kampagne so ein bisschen unterschiedlich sind. Auch mal ein bisschen länger gehen oder mal kürzer sind. Habe ich überhaupt nichts dagegen. Bringt ein bisschen mehr Abwechslung rein. Und es ist halt auch immer blöd, wenn man so richtig lange Aufträge jedes Mal hat. Irgendwie habe ich das Paket daneben gesetzt, weil ich habe das Geräusch gehört, dass wir quasi die grüne Markierung haben. Und habe es dann einfach gehen gelassen. Aber anscheinend, in dem Moment ist es wahrscheinlich wieder weggeschwenkt. Und da hat es nicht mehr gezählt. Ich muss jetzt gleich nochmal das andere Paket anhängen. Aber das ist halt wieder in so einer Entfernung, wo ich es schlecht erkennen kann, wo es hingehört. Deswegen wünsche ich mir halt, dass man seinen Kopf im Kran nach vorne und hinten bewegen kann. Dann hätte man das Problem ganz easy gelöst. So, jetzt aber bitte richtig. So. Tja, das sieht doch schon besser aus. Dann haben wir noch ein grünes Paket, also einmal noch Betonbauteile und dann noch die Schüttgut-Transportsäcke. Die müssen auch noch verteilt werden, alle drei. Dann sind wir hier fast schon leer. Ich weiß nicht, wo ich bin, aber ich glaube, es passt. Ja, es passt. Wir arbeiten hier halt teilweise blind, aber gut. Irgendwie klappt es ja trotzdem. So, Sack Nummer 1. Boah, wieder Highspeed-Drehung eben gerade. Das ist immer so komisch, weil... Also es ist gut, dass es so ist, dass der Kran sich schneller dreht nach einer Zeit. Auf jeden Fall ist das ganz, ganz cool. Aber das ist halt immer so
unerwartet dann losschießt. Also man weiß nie genau, wann dieser Moment startet, dass der Kran so schnell dreht. Das ist so ein bisschen halt das, ja, was man schlecht einschätzen kann und manchmal halt dann voll übers Ziel hinausschießt, wenn es kurz bevor man am Zielort angekommen ist, nochmal losschießt. Also immer ein bisschen schwer passend zu stoppen und außerdem hat man dann voll die Abrissbirne am Kran hängen, wenn man stoppt, weil der Kran stoppt dann abrupt, sobald man ein bisschen wieder in die andere Richtung oder beziehungsweise wenn man weniger in die Richtung lenkt. Ich habe das Geräusch gehört, ich habe es jetzt einfach mal gehen gelassen. Passt aber, glaube ich. Es ist kein Haken mehr über dem Sack gewesen eben. So, dann haben wir noch den einen und noch. Boah, das war knapp mit dem Gebäude. Weil es gerade kurz vor dem Sack wieder Vollgas gegeben hat. Dieses feine Kränchen hier. So, die eine Stelle müssen wir noch irgendwie treffen. Ist jetzt wieder blind abschätzen, wo wir ungefähr sind. Ich glaube, wir sind aber nicht passend. Nee, ich glaube, wir sind nicht passend. Ich glaube, ich muss mal die Sicht wechseln. Ja, hat noch einen Meter gefehlt. Ich habe aber auch eben schon wieder den Kranstückchen zurückgefahren gehabt. Also vielleicht lag es daran, dass wir eben gerade so weit von den Materialien wegstanden. Ich verteile jetzt gerade noch die Bewährungsgitter, bevor wir erstmal die anderen Paletten dann auspacken. Erstmal die Bewährungsgitter und dann geht's an die anderen Päckchen. Das waren ja beides Bewährungsgitter, glaube ich, was hier noch rumstehen. Sehen nur beide gerade unterschiedlich aus. Von der Ferne auf jeden Fall. So, und dieses Pack kommt hier neben den Bagger. Ich denke mal, wir müssen auch gleich betonieren. Gehe ich mal stark davon aus. Okay, die sollen auch ausgepackt werden. Okay, einfach mal mit dem Haken durch den Bagger. Warum nicht? Kann man machen, muss man aber nicht. Was haben wir hier Schönes? Gibt bestimmt irgendwie so ein Springbrunnen oder so. Ist ein kleiner Bereich zum Betonieren. Könnte man theoretisch auch einfach mit dem Betonmischer anfahren. Der hat, denke ich mal, kein Problem. Wie sieht es hier hinten aus? Achso, da sollen wir nochmal Päckchen auspacken. Dann machen wir das natürlich. Interessant, interessant, auf jeden Fall. Gut. Ich glaube, hier fahre ich einfach gerade mal mit dem Betonmischer rückwärts dran. Ich glaube, da lohnt es sich nicht mal, den Kübel zu holen. Müssen wir gerade mal schauen. Wir probieren es mal mit dem Mischer. Hatten wir auch lange nicht mehr gemacht. Will ja ein bisschen Abwechslung reinkriegen und da haben wir ja dann ein bisschen Abwechslung. Sogar noch Material drin. Ich habe den die ganze Zeit nicht eingelagert. Da ist die ganze Zeit bei irgendwelchen Tankstellen nur am hin und her switchen oder hin und her fahren und deswegen hat er noch Material drin. So. Wenn ich das jetzt ein bisschen drehe und dann einschalte und dann ein bisschen links-rechts bewege, dann haben wir schon mal über die Hälfte. Wenn ich den dann ausschalte und vielleicht das noch dazu schalte, plus dann wieder gießen an und dann wieder rechts, links bewege, fehlt uns bestimmt am Ende 1%. Nee, 100%, perfekt. Ich habe gedacht, das Spiel will uns schon wieder ärgern. Okay, der Ring soll jetzt auch gegossen werden. Ja, das ist dann natürlich jetzt ein bisschen unpraktischer, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen unpraktischer. Ich wollte eigentlich gerade erstmal das. Ich habe getroffen, ohne hinzugucken. Ja, man merkt es mittlerweile, 80 Stunden Bausimulator-Erfahrung gefühlt. Da kann man sowas blind. Ja, ich sag's ja immer wieder, mehr Glück als Verstand. Ja, was? Wie geht's weiter? Bewährungsgitter wieder verteilen, dann sind wir schon bei 57% insgesamt. Ja. Die Betonplatten sind auch alle wieder drinne. Wir müssen auch den Muldenkipper gleich mal wegfahren, den knickgelenkten Muldenkipper. Der steht da noch auf einer blauen Markierung. Blaue Markierung stehen nichts gut, muss man wegfahren. Aber ich mach erstmal hier das. Ich denke mal, wir werden in dem Auftrag nicht um
die Betonpumpe oder den Betonkübel drumherum kommen. Das wäre mal was ganz Neues, ein Auftrag ganz ohne Betonieren. Ich glaube, das hatten wir auch noch überhaupt nicht. Ein Auftrag ganz ohne irgendwas zu betonieren. Okay, dann stehen jetzt schon mal die Säulen hier von selber, alles klar. Wir sollen die Teile jetzt, wir müssen nicht mal anliefern, oder wie? Die sind schon da? Okay. Also der Auftrag bis jetzt tierisch easy. Oh, das wäre jetzt auch eine Herausforderung, da mit dem Betonmischer hochfahren. Aber da lohnt sich die Betonpumpe auch nicht. Da holen wir dann den Kübel. Da holen wir den Kübel auf jeden Fall, weil es lohnt sich ja wirklich jetzt nicht wegen diesem kleinen Teil. Extra die Betonpumpe hier aufzufahren und mit dem Betonmischer da hochfahren, die Stufen. Nee. Machen wir nicht. Das machen wir nicht. Ich bin mal gespannt, ob wir den Auftrag vielleicht sogar in der Reihenfolge hier durchkriegen. Das wäre, glaube ich, ein neuer Rekord. Ich meine, wir sind hier nicht auf Rekordjagd, aber extra langsam machen muss man ja auch nicht. So, ich muss mal gerade ganz kurz eine kleine Pause einlegen. Kleinen Moment. So, da bin ich wieder. Ich musste nur gerade mal die Katze aus dem Wohnzimmer rauslassen. Ich habe die Tür zugemacht gehabt und Charlie saß die ganze Zeit neben mir oder lag neben mir auf den anderen Schreibtischstuhl von meiner Freundin. Ja, und die wollte gerade einmal raus. Raus aus dem Wohnzimmer. Musste ich mal gerade ganz schnell rauslassen. So. Das Teil sitzt auch. Okay, die anderen Teile werden auch angeliefert. Wir müssen ja wirklich eigentlich gar nichts machen bei dem Auftrag. Es ist ja total easy. Das ist ja total easy. Okay, das Teil wurde gerade vom Spiel eingefangen. Ich kann nicht wirklich hier noch irgendwas drehen oder ausrichten. So. Passt aber. Gut, haben wir das eine Teil noch. Dann das eine Fundament noch gießen und dann bald schon Feierabend. Krass. So, das sitzt. Jetzt nehmen wir gerade noch den Betonkübel, den hängen wir an. Dann machen wir diese eine kleine Stelle noch fertig. Wir sind jetzt schon bei 66%. Also ist wirklich, glaube ich, ein Rekordauftrag. Mich wundert es auch, dass wir, keine Ahnung, für diesen Springbrunnen oder was auch immer es werden soll, kein Rohr da irgendwie drin haben. Aber vielleicht wird es ja noch irgendwas anderes. Ich weiß es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. So. Bereich räumen. Okay. Ich stelle den Kübel gerade einfach mal hier hin, weil ich glaube, so viel passiert da gar nicht mehr. Passt. Markierten Bereich räumen. Der Kran muss weg. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon fertig. Ich glaube, wir sind tatsächlich schon fertig. Okay, die Platten sind drin. Wir sollen Asphalt fräsen. Bitte was? Das haben wir ja 1000 Jahre nicht mehr gemacht. Wo sollen wir denn Asphalt fräsen? Ach, hier hinten geht's weiter, oder wie? Ach was. Okay. Ja, dann ist doch noch ein bisschen was zu tun. Ich hab nur gedacht, der Platz soweit ist jetzt fertig. Wir Feierabend und so. Asphaltfräsen hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich muss gerade mal nachschauen. Haben wir da schon irgendeine Maschine für Asphaltfräsearbeiten? Sieht nicht so aus, oder?
Brauchen wir Asphaltwalze? Müssen wir asphaltieren, Asphalt auftragen, Asphalt verdichten? Alles klar, okay, dann kann ich wenigstens die anderen Maschinen schon mal auslagern. Wir brauchen einmal den Schwarzdeckenfertiger, den tun wir gerade mal auslagern. Plus wir brauchen dann die Asphaltwalze, die lagern wir auch gerade mal aus. Und ja, Fräse. Müssen wir uns tatsächlich noch beim Fahrzeughändler abholen. Was war da nochmal die Größe? Ich weiß es nicht mehr. Aber ist auch eigentlich, ich glaube, so viel haben wir da gar nicht zum Wegfräsen. Ich glaube auch, die hatten von der Arbeitsbreite her gar nicht so einen wirklichen Unterschied. Aber wir haben ja so viel von CAT. Dann nehmen wir einfach da auch eine von CAT. So. Mach ich gerade mal eine Schnellreise hin, dann holen wir die her. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass ich da einmal komplett um den Block fahren muss nach der Schnellreise, dass ich dann da an der Stelle bin. Weil dann ist die restliche Folge mit Fahrarbeiten vollgestopft wahrscheinlich. Über den Platz kann ich nicht abkürzen, da ist noch alles abgesperrt. Ich muss fahren. Ja, dann wisst ihr ja jetzt, was wir hier die restliche Folge machen. Wir fahren ein bisschen mit der Asphaltfräse durch die Gegend. Map, map. Hupe geht, probier mal Licht. Geht auch. Ah, es wird gerade schon wieder Abend. 19.11 Uhr im Spiel. Und wir tuckern hier mit unserer Asphaltfräse durch die Gegend. Naja, hat der ganze 5 km/h drauf. Ich hoffe, ihr habt alle noch ein bisschen Zeit. Aber schöne Gasse hier eigentlich an sich. Aber es sieht halt trotzdem wenig nach Chinatown aus. Finde ich persönlich. Es ist eigentlich wirklich nur hier diese 2, 3 Gebäude da. Und das war's dann eigentlich schon. Wobei da vorne das Dach könnte auch noch so ein bisschen Chinatown-mäßig aussehen. Also das Vordach. Ah, wobei, da hinten, ja. Okay, ich habe nichts gesagt. Das ein oder andere Gebäude sieht schon so ein bisschen nach chinesischem Stil aus. So, wir müssen wahrscheinlich hier einfach den kompletten Bereich abfräsen, wo die Straße kaputt ist, wo man den Farbunterschied sieht. Gehe ich mal davon aus, wir haben nämlich keine gelben Markierungen, wir haben hier einfach nur diesen blauen Punkt. Ich platziere mich jetzt hier einfach mal so, als ja, würde ich wissen, was ich tue. So, die Fräse, die sehen wir da unten rausstehen. Ich denke mal so. So. Vielleicht ja, noch einen Meter zurück. Nein, ein Meter ist zu viel. Egal. Machen wir einfach an. Gucken, ob es funktioniert. Was passiert eigentlich, wenn ich da jetzt... Okay, das probieren wir jetzt gerade mal aus. Ich will mal wissen, ob, wenn ich da jetzt den Muldenkipper hinstelle, ob der dann wirklich das Material sammelt und wir das auch irgendwie wegbringen oder verkaufen können oder keine Ahnung. Ist zwar nur Schrott, aber es wäre halt irgendwie schon ein Ticken realistischer, wenn das ganze abgefräste Zeug in irgendein Fahrzeug landet. Ich weiß, kostet jetzt Zeit, ich will es halt einfach mal ausprobieren. Ist halt auch alleine nicht wirklich machbar dann, da vorne wegzufahren. Aber ich will mal gucken, ob das Material überhaupt aufgefangen werden kann oder nicht. Habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht ausgetestet. Ich will es einfach mal ausprobieren, was da passiert. Wow. Alter, diese Karre hat eine Bremse, die ist einfach... Das ist wie Bremsfallschirme rauswerfen beim Bremsen. So kann man sich das vorstellen. Man bremst eigentlich voll, die Reifen quietschen, es passiert aber eigentlich nichts. So, ich lasse das Fahrzeug jetzt einfach mal so da stehen. Wir fahren ja dann eh noch weiter nach vorne, wenn wir fräsen. Fräse an. Kann das Material gefangen werden? Tatsächlich. Die haben aber auch an jeden Scheiß gedacht. Kann ich aber den Arm kann ich nicht hoch runter bewegen, links rechts. Nee, das geht nicht. Ja, aber ansonsten eigentlich coole Sache, dass man das machen kann. Im Multiplayer, glaube ich, ist richtig Gold wert, wenn man das so ein bisschen realistischer gestalten will. Und man kann doch hier durchfahren. Ja, auf jeden Fall cool, dass man es machen kann, aber nicht machen muss. Pluspunkt für die Entwickler, würde ich mal sagen. Okay,
kriegt sogar noch Geld für den Mist. Das ist doch sehr schön. 2000 haben wir jetzt für diesen Meter, was wir da jetzt gesammelt haben. Okay, es waren mehr als ein Meter. Aber für das bisschen Zeug, was wir abgefräst haben, ist schon gar nicht so schlecht. Ist schon gar nicht so schlecht. Gar nicht verkehrt. Aber wir machen es natürlich ohne Fahrzeug, weil ich kann jetzt wirklich nicht einen Meter mit der Maschine vorfahren, einen Meter mit dem Muldenkipper, dann wieder einen Meter mit der Maschine. Nein, das wäre nicht gut. Hier kann ich nicht hoch, hier stoße ich voll an. Ja, mir wurde aber in der Europa-Kampagne gesagt, dass die Maschine nur im Vorwärtsgang quasi abfräsen kann. Und deswegen machen wir das jetzt so, dass ich jetzt wieder zurückfahre und dann fahren wir wieder nach vorne. Ich war mir ja da in der europäischen Kampagne nicht sicher. Im Spiel funktionieren beide Richtungen. Ich hatte aber schon gedacht, dass sie nur in der Vorwärtsfahrt quasi abfräsen kann. Hat die Maschine auch Arbeitsstrahler? Nein, das war nicht gewollt. Arbeitsleuchten an. Und die machen sogar hell. Warum machen die bei dem Fahrzeug hell? Bei anderen Fahrzeugen zum Beispiel funktioniert es nicht so wirklich. Naja, vielleicht sind da auch mehr oder manche Fahrzeuge schon ein bisschen mehr eingebaut, mehr unterstützt. Manche vielleicht einfach nur schnell reingeworfen vor Release. Ich weiß es nicht. Ich weiß, beim einen oder anderen Bagger zum Beispiel, da schaltest du die Arbeitsleuchten an und es wird gefühlt noch dunkler hinter Bagger. Nicht heller. Also deswegen verwundert mich das jetzt ein bisschen, dass bei der Maschine ein bisschen heller wird, aber find's gut. Also da sieht man eigentlich, dass es theoretisch möglich ist, aber anscheinend bei manchen Fahrzeugen nicht so wirklich implementiert ist. Also bei den anderen Fahrzeugen oder bei dem Bagger, wo ich das mal getestet hatte, die Arbeitsscheinwerfer wurden hell, aber es wurde einfach nichts am Fahrzeug und nichts am Boden hell. War so ein bisschen das Problemchen. Aber für die Arbeitsgröße ist die, oder für die Größe ist die Maschine schon eigentlich gut wendig, muss man sagen. Durch diese Ketten, die man ziemlich stark anwinkeln kann, ist das gar nicht so verkehrt. Ich könnte von hier... Oh, kleiner Lichtbug. Ich könnte von hier... Ich glaube, irgendwas stimmt hier mit dem Licht nicht. Ja, aber ich könnte jetzt wirklich, wenn ich diese Maschine hier führen würde, könnte ich von hier oben nicht erkennen, wo, wie und wann man überhaupt fährt. Also ich wüsste jetzt nicht, an welcher Position ich genau stehe, aber naja. So eine Maschine wird ja immer mit mehreren Leuten bedient oder gefahren oder laufen außen rum und werden wahrscheinlich Anweisungen geben, weil erkennen könnte ich da persönlich, glaube ich, nichts. Außer natürlich, man hat da Kameras. Man hat ja, glaube ich, Bildschirme im Fahrzeug. Kann natürlich sein, dass da einfach Kameras sind, der Fahrer das dann auch alleine machen kann. Aber ich finde mal schön, dass wir mal eine Folge lang jetzt nicht die ganze Zeit im Kran sitzen, sondern auch mal in der Asphaltfräse. Die haben wir in der europäischen Kampagne ein-, zweimal benutzt. Mehr nicht. Deswegen bin ich froh, dass wir das halt jetzt auch mal machen, dass wir die Maschine mal benutzen. Seit langer Zeit mal wieder. Und mal wieder eine Folge ohne Kran ist. So. Was heißt ohne Kran, aber eine Folge, wo wir nicht von morgens bis abends im Kran sitzen. So, dann hätten wir somit eigentlich den Arbeitsschritt beendet und jetzt geht es dann weiter mit Asphalt auftragen schon und Asphalt verdichten. Danach ist mal zum Glück nicht eine ganz so große Fläche, wo wir asphaltieren müssen. Finde ich mal ganz schön, weil wir hatten in den letzten Aufträgen ja meistens elendige lange Strecken mit breiten Straßen, wo wir asphaltieren sollten. Das hat sich alles immer ein bisschen hingezogen. Feiere ich so ein bisschen mehr. Na gut, ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter immer schön ohne zu gucken über die Straße rennen. Wieder gutes Vorbild, Meister Tommy. Oh, wie schnell wir aber rennen können, seitdem wir die Fitness hochgelevelt haben. Niu, niu, niu. Hier ist es kaputt. Was haben wir da? Kann ich nicht lesen. Und das andere Schild fällt auch fast runter. Sehr schön. Naja, wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem Asphaltieren. Das heißt, Asphalt auftragen plus Asphalt verdichten. Und dann wüsste ich nicht, was uns noch erwartet, aber vielleicht gibt es hier noch irgendeine Überraschung. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.